Hallo meine Süßen, ich möchte euch heute ein wunderschönes Video abdrehen. Also ich hoffe, dass es wunderschön wird, aber der Inhalt ist auf jeden Fall wunderschön. Und zwar habe ich wieder Post bekommen von Cosnova. Ist ja meine absolute Lieblingspost und ich möchte mich auf diesem Wege nochmal herzlich bedanken bei Cosnova und Catrice. Ich bringe schon mal die Überraschung voraus. Ich habe diesmal was von Catrice bekommen, was ich ja glaube ich noch gar nicht so bekommen habe. Und danke, danke dafür, denn ich habe in der Preview über diese Produkte schon geschwärmt wie sonst was. Und ich denke, an meinem Outfit her könnt ihr erahnen, um welche LE es sich handeln wird, die mir zugeschickt wurde. Lasst uns doch mal eben zusammen reinschauen. Also wie immer ist hier der Brief drin. Aber hier so, ne? Der Brief. Und diesmal gibt es ein schwarzes Papier, auf dem Catrice draufsteht. Und ich sehe deshalb so nackig im Gesicht aus, weil ich mit euch die Produkte direkt vor der Kamera testen möchte, wie sie im Auftrag sind. Euch vielleicht sogar ein kleines Hochzeits-Make-up drehen möchte. Jetzt habe ich es verraten, aber ist egal. Es handelt sich um diese LE und ich war ja wirklich schon mehr als begeistert in der Preview, als wir den Presseteiler bekommen haben. Und ich habe die gesamte LE bekommen und ich möchte mich wirklich so, so sehr dafür bedanken. Ich bin so glücklich, denn ihr wisst, ich war sowas von scharf auf diese LE. Und ich bin ja schon sowas von ausgerastet im Video. Und jetzt habe ich sie alle hier komplett, das komplette Sortiment. Und ich habe wirklich schon gefiebert, wann sie zu DM reinkommen. Habe mir sogar in meinem Handy einen Vermerk gemacht. Achtung, jetzt kommt die LE. Und jetzt habe ich sie schon vorab zugeschickt bekommen und ich freue mich tierisch. Lasst uns doch mal ganz kurz beginnen mit dem, was offensichtlich ist, denn ich trage es schon auf den Nägeln. Abgesehen von diesen Fingern, die sind mit einem Design gemacht. Es sind die Nagellacke. Und zwar ist es einmal dieser schöne Nagellack in der Farbe Love Me Tender. Und es ist, wartet, dieser. Das Design ist super schön gemacht in Gold und hattet ihr schon in meiner Preview gesehen. Ich verlinke euch das unten nochmal im Video, da seht ihr die ganzen Sachen nochmal in der Nahaufnahme. Und das ist der einzige, den man in zwei Schichten machen muss, damit er deckt. Liegt vielleicht an einem großen Pinsel, also da ist ein großer Essie-ähnlicher Pinsel drin, nur etwas dicker als Essie. Eine wunderschöne Farbe, sehr dezent und doch... ja, es ist halt trotzdem da. Also ich finde das eine wirklich schöne Farbe, gerade jetzt für den Mai. Für die Mai-Hochzeiten finde ich das eine super schöne Farbe. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass man hier für zwei Schichten braucht. Und dann machen wir weiter mit dieser Farbe. Das ist ein, wie soll ich sagen, in der Flasche sieht es aus wie ein Pfirsich. Auf dem Nagel selbst ist es nur ein Klarlack, der deine Nägel viel schöner aussehen lässt. Also es ist schon ein Hauch Farbe da, aber nicht so, dass man in your face, da ist eine Farbe. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist übrigens auch der Favorit von meinem Freund. Es gibt halt wirklich nur einen schönen leichten, ich sag jetzt mal Glow dazu auf den Nagel. Es ist kein Glitzer drin, kein Schimmer drin, aber es lässt den Nagel sehr schön wirken. Also ich versuche euch mal hier. Es tut mir so leid. Ich zeige das jetzt so. Hier ist der und er macht einfach nur den Nagel schöner sozusagen. Ein sehr schönes Nude, was doch kein Nude ist. Ich bin nicht so gut in Farben beschreiben. Das ist übrigens die Farbe Honey Blossom. Dann auf den Daumen trage ich die Farbe Cool Wonder und das ist diese Farbe hier. Und auf die war ich ja in der Preview schon total gespannt. Und sie ist tatsächlich auch mein Favorit und ich liebe diese Farbe jetzt schon. Ja, deckt in einer Schicht und ist ein grau-lila. Und für die Mädels, die einen leichten Glanz auf den Nagel haben möchten, einen leichten Schimmer und trotzdem nicht zu viel, dann ist das hier mein kleiner Finger. Das ist die Farbe Butterfly Kiss und die ist wirklich wunderschön. In meinem Essence-Video hatte ich euch schon einen Nagellack gezeigt, den ich auch super schön fand, wo ich gesagt habe, das ist so ein Hauch von nichts und trotzdem ist er da. Ist dem hier sehr ähnlich, aber ich muss jetzt sagen, ist das hier mein... Also mag ich den hier mehr als den von Essence. Aber sie sind sich beide sehr ähnlich, nur dass der hier ein bisschen rosastichiger ist und der andere eher so eisig. Kommen wir zu dem Heiligen Gral, der schon in der Preview angepriesen wurde als das Herzstück der LE. Und zwar ist das hier diese kleine Box und die ist wirklich sehr schön verarbeitet. Hat hier eine Magnetschließung. Es ist wirklich schön verarbeitet, kann ich gar nicht meckern. Hier sind die Farben, hier ist nochmal so eine Schutzfolie drauf, eine etwas stärkere, dass man sie beim Transport nicht beschädigt, die Sachen.
Hinten hat man dann nochmal eine ganze Auflistung, wie du eben den Look kreieren kannst. Hier, get the look, eine Handlidschatten, Töne auf den Applikator, bla bla bla, ganze Lid auftragen, Augenbrauen auslaufen lassen, mitteldunkle Farbe und so weiter und so fort. Also hier ist schon beschrieben für Leute, die nicht so viel Ahnung haben, ohne das jetzt böse zu meinen, wie ihr das anwenden könnt. Und auch so stehen hier, wie auch immer, wir beginnen jetzt mit dieser Palette. Ich habe jetzt schon, ich werde jetzt die ganz helle Farbe im inneren Augenwinkel verteilen. So, jetzt nehme ich diesen Rosaton und gehe dann ein Stück weiter rein. Sagen, bis jetzt fand ich das echt schön, es hält den inneren Augenwinkel total schön auf. Die Farben geben nicht zu viel ab, aber auch nicht zu wenig, also genau richtig für ein Hochzeits-Make-up meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es so gut sehen könnt, ich werde euch gleich nochmal ein Stück näher ranholen. Jedenfalls werde ich jetzt die dunkleren Farben verwenden. Ich denke mal, ich werde das hier nehmen und das hier im unteren, mal schauen. Ihr werdet es ja gleich sehen. Ich hole euch jetzt erstmal näher ran. Hier muss ich sagen, also das ist jetzt dieses dunklere Grau. Es ist nicht stark pigmentiert und das finde ich eigentlich ganz schön, um die Lidfalte ein bisschen zu definieren. Also ich will gar nicht, dass man es doll sieht. Es soll einfach nur ein bisschen mehr Tiefe schaffen. Und das finde ich, kann das Produkt echt gut. Also ich verblende das jetzt gleich noch ein bisschen. Also alles in allem finde ich die Produkte nicht schlecht, also die Lidschatten nicht schlecht. So, jetzt wird hier ein bisschen verblendet noch. Also ich habe jetzt ein bisschen von dem Dunkel mit dem Lila gemischt und es im unteren Wimpernkranz hingemacht, weil ich das Lila schwach pigmentiert finde. Aber so soll es ja auch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt. Also im Naturalicht sieht man doch noch recht viel mehr, finde ich. Also ich sehe es jetzt nur hier im Sucher. Ich finde es eigentlich schön, weil es gerade so dezent ist. Also normalerweise sieht man hier das Lila ein bisschen stärker. Aber ich glaube, jetzt in der Kamera kommt das nicht so gut rüber. Ich bin jetzt leider auch kurzsichtig, deswegen sehe ich jetzt in dem Sucher nicht ganz so detailgetreu, wie es rüberkommt. Jedenfalls ist das jetzt der Auftrag. Wem es zu wenig ist, dann lieber weg, die Finger weg von der Palette. Ich finde es jetzt wirklich schön für eine Hochzeit, perfekt, denn es darf nicht zu viel sein an einer Hochzeit. Ja, lasst uns mal weitermachen. Auch im Kit erhalten ist dieser weiße Eyeliner und da bin ich jetzt gespannt. Den werde ich jetzt auf die innere Wasserlinie machen und es tut mir leid, wenn es eklig aussieht. Aber es scheint gut pigmentiert zu sein. Oh, ihr seht schon den Unterschied, wie offen dieses Auge wirkt und wie klein das jetzt aktuell noch aussieht. Ups, jetzt kommen wir näher so. Ihr seht es ja, ne? So sieht das Ganze jetzt erstmal aus.
Ich glaube, wenn man den hier, also den weißen, unten jetzt noch hier lang gegeben hätte und dann das Lila drauf, dann hätte das ein bisschen mehr gepoppt, aber das ist mir jetzt leider zu spät eingefallen, dass ich ja diesen weißen Kajal noch habe. Ja, jetzt tuschen wir mal eben die Wimpern und dann gehen wir weiter zu den Wangen. So sieht das Ganze jetzt aus und ich finde es jetzt getuscht echt unheimlich schön. Ich mag dieses Dezente. Ich mag dieses Dezente total gerne. Jetzt habe ich auch noch meine Augenbrauen kurz gemacht, damit es, also ganz schnell, damit es so einheitlich aussieht. Und jetzt machen wir weiter mit den Wangen und dem Highlighter und so. Und dafür zoome ich euch mal wieder raus. So, ich denke, das Rauszoomen reicht schon. Ihr müsst ja meine Haare jetzt nicht sehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Konturieren ein bisschen weiter. Und da nehme ich jetzt natürlich diesen Kontur, die Konturfarbe. Und klebe sie hier so drauf. Ich verblende gleich noch ein bisschen besser. Aber sie gefällt mir sehr gut, was ich jetzt so in der Kamera sehe. Ja, ein bisschen hier unten noch. Das ist ja meine Problemzone hier unten. So, Kurzkontrolle im Spiegel. Oh ja, man sieht es schön, wie hier die Wangenknochen konturiert wurden. Ich finde es wirklich schön. Das ist endlich mal eine Farbe, die ich als blasshäutiges Mädchen, also ich bin ja wirklich blass im Gesicht, tragen kann. Und jetzt machen wir weiter mit dem Blush. Dafür nehme ich hier meinen Blushpinsel. Das ist ja eher ein Highlighter-Blush, also würde ich jetzt behaupten wollen. Und trage den hier so auf. Ja, also das war es jetzt erstmal von dieser Palette. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Für das Gesicht zumindest. Und zwar sind das diese Perlen. Ich hole sie mal eben raus. Diese hier. Und auf die war ich auch total scharf, weil ich habe so ein Produkt noch nicht. Und damit highlighte ich jetzt. Er riecht unheimlich gut, fällt mir gerade auf. Schön. Schön dezent, also riecht sehr, sehr schön für Leute, die auf Duft achten. So, das wäre jetzt erstmal das Make-up an sich. Also wie gesagt, das hier sind die Perlen. Und sie sind sehr, sehr schön. Sie changieren in einem weiß, rosa, lila, aber eben sehr, sehr dezent schimmernd. Und es kommt hier in einem Schraubverschluss. Hier unten seht ihr, also hier an der Seite seht ihr die Perlen durch. Und das ist die Farbe C01 Sweet Secret und riecht einfach unheimlich gut. Ich hoffe, ihr könnt den Glow erkennen. Also ich jetzt hier im Spiegel sehe es super. Jetzt machen wir mal weiter mit den Lipglossen. Und da habe ich zwei bekommen. Einmal die Farbe Butterfly Kiss. Ich trage jetzt erstmal Butterfly Kiss auf, würde ich sagen. So, das wäre zumindest der Look mit Butterfly Kiss. So, nun kommen wir zur Farbe Honey Blossom. Und da bin ich jetzt auch gespannt, weil das hat so einen eher rosa Touch. Und ich bin gespannt, wie der so aussehen wird. Oh, die riechen unheimlich gut. So, als ob man reinbeißen möchte. So sieht der Look mit Honey Blossom aus und ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich schöner finde. Das müsst wirklich ihr entscheiden. Ich zoome euch jetzt mal näher ran. So sieht Honey Blossom aus.
Also er ist auf jeden Fall rosastichiger. Und also ich würde sagen, um das mal kurz abzuschließen, beide Lipglosse sind unheimlich schön vom Tragegefühl. Sie riechen sehr gut, sie schmecken gut. Den würde ich den Leuten empfehlen, die es sehr dezent haben möchten, nur eine voluminösere Lippe haben wollen. Den hier für die Mädels, die ein bisschen mehr Farbe haben wollen, weil der gibt wirklich schöne Farbe ab im Vergleich zu dieser hier. Also das ist eine Sache, mag man es dezenter, dann definitiv Butterfly Kiss. Und wenn man es eben doch nicht so dezent haben möchte, dann Honey Blossom. Ich kann euch beide empfehlen, wenn ihr sie kriegt, bitte, bitte holt sie euch. Und das ich als Nicht-Lipgloss-Käufer. Die sind wirklich gut. Ich finde sie toll. Abschließend zu LE würde ich gerne sagen, dass ich immer meine Meinung sage. Es hat nichts damit zu tun, ob ich die Produkte zugeschickt bekomme oder nicht. Das möchte ich einfach mal klarstellen. Nicht, dass es heißt, ja, du kriegst sie zugeschickt und deswegen lobst du diese Produkte. Das ist nicht der Fall. Es sind nur definitiv manche Sachen dabei, die ich mir so nicht gekauft hätte. Unter anderem die Lipglosse, denn ich bin halt kein Lipgloss-Fan. Umso überraschter bin ich dann natürlich, wenn ich Produkte zugeschickt bekomme und sie dann toll finde. Zu der Palette muss ich sagen, also hier zu unserer Highlight-Palette. Ich finde sie sehr, sehr schön für mich. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich glaube dennoch, dass sie an etwas dunkleren Häutchen nicht so schön rüberkommt, weil es doch alles sehr, sehr helle Farben sind, bis auf das Grau. Die Deckkraft ist nicht die allerbeste, was aber positiv ist in meiner Sicht, weil ich finde, dass man an einer Hochzeit nicht überschminkt sein darf. Das kann hiermit nicht passieren. Wer aber definitiv mehr Make-up haben möchte, mehr Farbe, dem würde ich das nicht empfehlen. Für all die Leute, die sehr dezent und trotzdem nur frisch aussehen möchten, die können sich die Palette sehr, sehr gerne angucken. Der Blush ist auch sehr dezent. Der Bronzer ist ein absoluter Hingucker. Den werde ich definitiv jetzt im Alltag öfters benutzen. Und der Bronzer, Entschuldigung, die Konturfarbe. Zu den Perlen. Ich mag ja Highlighter und das ist ein sehr dezenter Highlighter, der jetzt nicht so eine Speckigkeitsglanz auf die Haut zaubert, sondern wirklich sehr natürlich aussieht, sehr schön von der Sonne geküsst. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn ihr Highlighter mögt, dann holt ihn euch sehr, sehr gerne. Er riecht sehr, sehr gut. Die Nagellack. Ansonsten die Farben sehr, sehr schön. Nur eine Farbe, die man doppelt schichten müsste, und das ist die lilane, also die Farbe Love Me Tender. Ich suche jedes Mal die Farbe. Was ich allerdings schön gefunden hätte, denn es ist ja ein Kit, gerade hier in der Augen- und Highlight-Palette, wäre schön gewesen, einen kleinen Mascara drin zu haben. Es ist, weil man eben diese ganzen Produkte so schon mit in die Handtasche nimmt, beziehungsweise in den Urlaubskoffer, egal wo man hingeht, zu einer Hochzeit. Manche heiraten ja nicht in ihrer Stadt. Da fände ich es eigentlich ganz cool, wenn so ein ganz kleines Pröbchen als Wimperntusche drin gewesen wäre. Ansonsten ist alles drin, was man braucht für ein Hochzeits-Make-up, abgesehen vom Make-up, also Foundation. Aber das finde ich gut, dass das nicht drin war, denn nicht jeder verträgt dasselbe. Und bei Lidschatten und so ist das ja doch umfangreicher, dass die Leute das eher vertragen. Also genug gequatscht. Ich danke nochmal Cosnova für das Paket. Ich bin überglücklich und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat euch vielleicht gezeigt, was für euch ist und was nichts für euch ist. Bis dahin einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich doch sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin eine Community sein könnten und ihr weiterhin meine Videos schauen wollt. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag und tschüss!